vor uns liegt vorne das Ranch. Da werden wir Rast machen, Poller. Seid ihr sicher, dass der Rancher euch nicht erkennt, Mr. Butler? Wenn ich euch richtig verstanden habe, ist er doch ein ehrlicher Mann. Das da vorne hat mich nie gesehen. Vermutlich heißt euer Bruder ebenfalls Butler, ne? Natürlich. Aber er hat sich hier immer Grinley genannt. Und außerdem, wir sind Stiefbrüder. Wisst ihr, wo sich euer Stiefbruder jetzt befindet? Als wir uns trennten, ging ich südwärts, um die Gesellschaft der Finders zu gründen. Ein hübscher Name für eine Räuberbande. Ich bin als einziger übrig geblieben, wie ihr wisst. Ja, dann habt es mir zu verdanken, Mr. Butler. Auf ihr vergesst das nie. Schweigt endlich, oder wollt ihr alles verderben? Wir befinden uns bereits im Hof von Fornos Ranch. Scheinen nicht die einzigen Besucher zu sein. Wahrhaftig. Ach! Was habt ihr? Da sitzt er ja. Wer? Mein lieber Bruder Grinley. Schätze, das wird eine herzliche Begrüßung. Nein, im Gegenteil, wir dürfen ihn nicht kennen. Er hat mir ein Zeichen gegeben. Sollte der liebe Mr. Grinley auch dunkle Absichten hegen? Er scheint mir in der Familie zu... Kein Wort mehr, Poller. Lass mich reden. Hallo, Meshers. Ist es gestattet, mitzuhalten? Butler ist mein Name. Mein Begleiter hier heißt Poller und ist ein Scout. Willkommen, Meshers. Nein, steigt ab. Da kommen noch zwei Reiter. Kennt ihr den? Nein, nicht, dass ich wüsste. Good morning, Meshers. Die Gentlemen wollen hier rasten? Ja, wir haben uns hier verabredet. Dürfen wir erfahren, wer ihr seid? Ja, falls ihr lesen könnt, hier ist meine Karte. Na, zeigen Sie mal. Heliogabalus Morpheus Edward Frank. Ja, und Sebastian Melcher Trollwels Leches. Diese Gents tragen sonderbare Namen, nicht wahr, Meshers? Ah, immerhin. Namen, die so selten sind, dass sie fest in meinem Gedächtnis haften blieben. Ich müsste mich sehr täuschen, wenn für diese beiden Männer nicht Geld bei mir liegt. Nee, ihr täuscht euch nicht. Wenn auch der Bankier Duncan aus Brauns, wie ihr seid. Der bin ich. Ihr hattet oben am Silbersee eine Menge Gold gefunden. Ja, eine Menge. Ein paar Finger wieder voll. Zusammen mit Old Shatterhand und Winnetou. Na, nur erzählt mal. Wie habt ihr jenes großartige Bläser entdeckt? Ja, langsam ist da vorne. Alles hübsch der Reihe nach. Vorher gibt es noch Wichtigeres, wenigstens für mich. Ich stehe nämlich vor einem ähnlichen Ereignis. Ja, wisst ihr denn auch ein Bläser, ja, Sir? Aber nicht Gold, sondern Petroleum. Petroleum soll dort zu finden sein. Das aber auch nicht übel, Sir. Petroleum ist flüssiges Gold. Und würdet ihr uns verraten, wo dieser Bläser liegt? Ah, Geheimnis. Aber Mr. Grinley hat versprochen, mich hinzuführen. Mr. Grinley? Der Gentleman dort, der sich in meiner Begleitung befindet. Ja, der wird jetzt nur noch der Ölprinz genannt. Das ist aber ein vielversprechender Name. Alles, was recht ist. Mr. Grinley hat das Bläser entdeckt, aber nicht die Mittel, es auszubeuten. Deshalb hat er es mir angeboten. Oh, und wenn sich seine Beschreibung als richtig erweist, dann kaufe ich ihm den Platz auf der Stelle ab. Weißt du, ihr wisst also gar nicht, wohin euch dieser Mr. Grinley führen will? Nein, das Bläser soll am Rio San Juan liegen, und zwar am Shelley-Arm. Und das soll Petroleum sein? Tja. Keine Ahnung, ganz nämlich nicht. No. Woher wollt ihr das wissen? Sagt mir mein gesunder Menschenverstand. Oh, ihr tut Mr. Grinley unrecht, Mr. Frank. Jeder Mann hier weiß, dass er Petroleum gefunden hat. Also, deshalb glaube ich das noch lange nicht. Schätze, Old Shatterhand und Winnetou, die werden uns darin unterstützen, was? Ja, ich wünschte, die beiden wären schon hier. Was sagt ihr da, Meshers? Old Shatterhand und Winnetou kommen hierher? Ja, doch, wir haben uns hier mit ihnen verabredet. Habt ihr es gehört, Mr. Baumgarten? Euer berühmter Landsmann kommt hierher. Wir Deutsche sind ein reiselustiges Volk, Mr. Duncan. Was denn, Moment mal, Sie sind auch ein Deutscher, Mr. Baumgarten? Mhm. Na, also, wenn ich das nicht selber erlebt hätte, da würde es gar nicht glauben. Passt mal auf, Mr. Baumgarten. Wir werden euch und Mr. Duncan begleiten. Ihr wollt mit uns reiten? Ja, klar. Ich danke euch. Um ganz ehrlich zu sein, ich vertraue dem Ölprinz auch nicht. Na, wo ist denn der hin? Ich kann den nirgends sehen. Ja, und der Mr. Butler, der ist auch plötzlich verschwunden. Butlers sind eine kluge Familie, was, Bruder? Still, nicht so laut. Hier haben zuweilen die Grashalme Ohren. Bist du sicher, dass dieser Duncan auf den Schmindel reinfallen wird? Der hofft, Millionen verdienen zu können. Was sind da lumpige $100,000, womit ich mich abfinden lasse? Und wann zahlt er? Sofort. An Ort und Stelle. Ich weiß, dass er die Anweisung in seiner Tasche trägt. Er muss sie nur noch unterschreiben. Und das wird er tun, sobald er das Öl erblickt. Bist du überzeugt, dass dein Ölvorrat ausreichend ist? Ja, natürlich, der reicht. Na, hoffentlich. Es sind 40 Fässer, Bruder. Eine Heidenarbeit. Ich hoffe, du nimmst sie mir jetzt ab.
Mit dem größten Vergnügen. Vorausgesetzt, dass etwas für mich dabei abfällt. So selbstverständlich. Aber was machst du mit diesem Poller? Bekommt eine Kugel. Erst später, wenn wir nicht mehr brauchen können. Der war Scout bei einem Auswanderertrag, hat mich befreit, als ich mit meiner Bande überwältigt wurde. Du verdankst ihm also dein Leben? Ja, wir wollten den Track überfallen. Es wäre auch alles gut gegangen, wenn Sam Hawkins nicht gewesen wäre. Der warnte die Auswanderer und holte Soldaten dabei. Du musst mir versprechen, Bruder, Sam Hawkins nicht aus den Augen zu lassen. Wie sollte ich das? Der Track kommt hierher. Mich und Polla dürfen die Auswanderer nicht sehen. Wir reiten weiter bis zum Pueblo de Nioras. Kamaku, der Häuptling, wird uns helfen, den Track zu überfallen. Und dazu müsstest du wissen, welchen Weg der Track nimmt. Du wirst dich dem Track anschließen und dafür sorgen, dass im Pueblo Rast gemacht wird, nicht wahr? Auf diese Weise geraten Duncan und sein Buchhalter auch in die Hände der Nioras. Du wirst sie befreien wieder, Bruder. Und danach allein mit ihnen weiterreiten. Keine schlechte Idee. Hm? Auswanderer zu sein. Yes, wenn ihr nichts dagegen habt. Na, ist mir recht, falls ihr ehrliche Leute seid. Wo kommt ihr denn her? Ein wenig von Tasken herauf, wenn ich mich nicht irre. Nanu, das ist auch eine Rothaut. Ja, das ist Shiso, der Sohn von Nizas Inni. Aha, das ist der Häuptling der Navajos, nicht wahr? Der Häuptling hat eine weiße Squaw, eine deutsche. Deshalb hat er ja seinen Sohn nach Deutschland geschickt. Und jetzt ist er mit den Auswanderern zurückgekommen. Ich bringe die Leute zum Oberlauf des Colorado. Ist der Rentscher zu Hause? Er steht vor euch. So sagt mir, ob wir bis morgen hier rasten können. Ja, das soll mir recht sein. Ich hoffe, ich brauche meinen Entschluss nicht zu bereuen. Ah, stupid girl! Kannst du denn nicht aufpassen? Woher Sie, wie können Sie eine Dame beschimpfen? Ich bin Frau Rosalie, Ebersbach geborene, Morgenstern-verwitwete Leiermillerin. Na nun, warten Sie mal. Ich helfe Ihnen von Ihrem Reittier. Auf der Stelle lassen Sie mich los. Erst machen Sie mir meinen Esel irre, dann werfen Sie mir Schimpfwörter ins Gesicht und nachher quetschen Sie mir die Arme um die Hüfte. Mr. Fring, hier findet ihr Lunch, Leute. Ja, das habe ich schon lange gehört. Herr Schemine, das ist doch wohl der berühmte Hopple Frank. Menschenskind, ist denn das menschlich? Unser Kantor Hempel, Mensch, steigen Sie ab, schweben Sie meine Arme, lieber Kantor, kommen Sie her. Gut, Kantor, Emeritus, bitte. Ja, ist schon gut, aber sagen Sie erst mal, wie kommen Sie denn hierher? Ja, Sie kennen doch meine Absicht, eine Oper zu komponieren. Ja, ich weiß, eine Oper von 3 bis 4 Akten. Nein, der 12. Und nicht Aktrisen, nee, sondern Akte natürlich immer. Das soll doch eine Heldenoper werden. Und da Sie mir so viel vom Helden des Wilden Westens erzählt haben, da bin ich nach dem Wilden Westen gemacht, um hier Stoff für meine Oper zu sammeln. Seien Sie mal nicht unvorsichtig. Hier ist nämlich gefährlich. Das brauchen Sie mir nicht zu erzählen, lieber Hopple Fränken. Wir wären doch beinahe Räubern in die Hände gefallen. Also, wenn dieser edle Mensch nicht gewesen wäre, Sam Hawkins mit Namen, ne? Ihr seid Sam Hawkins, der berühmte Westmann? Yes, der bin ich. Wenn ich mich nicht irre. Ich heiße Grinley und möchte mich euch gern anschließen. Zusammen mit meinen Begleitern, einem Bankier und seinem Buchhalter, einem Deutschen übrigens. Wir wollen zum Shelley-Fluss. Da haben wir allerdings den gleichen Weg. Ich denke, ich werde euch meine Zustimmung geben. Danke, Sir. Wann reitet ihr von hier fort? Morgen früh. Wenn ich mich nicht irre. Da kommt der Trick. Direkt auf den Pueblo zu. Genau wie ihr es vorausgesagt habt, Mr. Butler. Lasst euch nicht sehen, Polla. Und merkt euch eines, Mr. Butler irrt sich nie. Was sagt der Häuptling der Nioras?
Kamako wird tun, was das Bleichgesicht vorgeschlagen hat. Das Wetter hilft uns auch noch. Die Bleichgesichter werden nicht im Freien bleiben wollen. Sie werden in das Pueblo steigen, um nicht nass zu werden. Da kann ich sie gefangen nehmen, ohne dass es zu einem Kampf kommt. Bist du Kamaku, der Häuptling? Ich bin Kamaku. Können wir bei dir rasten? Meine weißen Brüder mögen mit ihren Frauen und Kindern zu uns heraufsteigen. Es soll sie kein Tropfen Regen treffen. Oh, also sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Steckt man denn seine Gäste in so ein Loch hier? Nicht um meine Fenster ist drin. Mensch, das ist ja Wetter. Nur warum setzen Sie sich nicht endlich auf Frank? Sie machen mich ganz mit Schugge. Wohin? Verehrte Frau Ebersbach, wohin? Hier ist doch stockeduster. Jeder vernünftige Mensch macht die Klappe zu, wenn's regnet. Ich denke, du gehörst auch zu dieser Kategorie, Vetter, oder? Wir stecken hier in der Patsche wie Pythagoras im Fass. Die Augen des, lieber Herr Hopple, Fränken, nicht Pythagoras. Wollen Sie streiten mit mir, Herr Kantor? Kantor Emeritus, bitte. Na ja, deshalb sitzen wir hier doch in der Patsche. Das wird bald bemerkt werden, wenn ich mich nicht irre. Sam Hawkins irrt sich. Ich mich irren, wieso? Was hat mich so entdeckt? Man hat uns eingesperrt. Ach du meine Güte, warum denn? Wir sind Gefangene der Niovas. Holt Shatterhand! Winnetou! Ich freue mich, meinen Bruder Charlie zu sehen. Ich bin auf dem Wege zu Fauna's Ranch, wo wir uns übermorgen treffen wollten. Manitou hat gewollt, dass ich unsere Wege schon heute begegne. Ich hörte Winnetous Silberbüchse. Das war eine beredte Sprache. Das gleiche gilt für Old Shatterhands Bärentöter. Aber es war nicht das einzige Zeichen, das ich entdeckte. Was für Zeichen meint Winnetou? Sieht Old Shatterhand diese Spuren? 5 Reiter. Mit ziemlich müden Pferden. Aber es ist noch nicht lange her, seit sie hier vorüberkamen. Sie werden den ganzen Tag geritten sein. Nicht weit von hier lagern. Es wird bald dunkel. Mein Bruder Charlie weiß, dass der Tomahawk des Krieges ausgegraben ist? Ja. Wir müssen vorsichtig sein. Was hat Winnetou? Ich rieche Rauch. Wahrhaftig. Die Reiter müssen ganz in der Nähe Feuer gemacht haben. Winnetou weiß jetzt, dass es Bleichgesichter sind. Ein Roter würde nicht so unvorsichtig sein und einen Lagerplatz wählen, der nach der Windrichtung offen ist. Was meint Old Shatterhand? Schleichen wir zum Lager und sehen, wer die Reiter sind. Das Öl muss unterirdisch in großen Mengen vorhanden sein. Man riecht es viele Meilen im Umkreis. Ich wäre sonst gar nicht darauf aufmerksam geworden. Zum Glück ist es eine weltverlassene Gegend. Öl, das in einen See fließt? Och, wenn ihr euch da mal nur nicht täuscht, Sir. Herr Buchhalter, ihr könnt unserem Ölprinzen vertrauen. Ich kenne Mr. Glindy seit langem als einen ehrlichen Mann. Mr. Poller, mein Begleiter, wird es euch bestätigen. Ja, ich muss Mr. Butler beipflichten. So wie ich Mr. Glindy kenne, ist das Ganze ein ehrlicher Hand. Tja, ich wünschte, wir wären bereits am Petroleumsee. Manchmal da erscheint mir die Sache auch etwas
Etwas fantastisch. Aber Mr. Duncan, wie sollte ich euch täuschen können? Ihr würdet den Betrug merken, sobald wir an Ort und Stelle wären. Da ich eure Zahlungsanweisung erst erhalte, nachdem ihr euch durch Augenschein von der Richtigkeit meiner Angaben überzeugt habt, geht ihr doch keinerlei Risiko ein. Außerdem schulde ich euch und diesen Gefährten hier Dank, dass ihr mich und meinen Buchhalter aus den Händen der Nioras befreit habt. Schätze, eure Gefährten sind längst den Tod am Machtabfall gestorben. Kamaku hasst alle Weißen. Wir hätten nicht fortreiten dürfen, sondern versuchen müssen... Euren Mut in Ehren, Herr Buchhalter. Aber ich fürchte, wir hätten nichts anderes erreicht, als erneut in die Hände der Nioras zu fallen. Ein so berühmter Westmann wie Sam Hawkins sollte manns genug sein, sich und seine Schutzbefohlenen ohne fremde Hilfe aus den Händen der Rothäute zu befreien. Zumal die Männer wie Hobble Frank und Tante Treu zur Seite standen. Wenn ihr mich fragt, so sind wir ja auch nicht vor den Rothäuten sicher. Sie werden uns leicht aufstöbern, wo unser Feuer so hell brennt. Die Nioras holen uns nicht ein. Da braucht ihr gar keine Angst zu haben, Mr. Dank. Mr. Butler hat recht. Die Nioras haben sich frühestens bei Tagesanbruch auf die Verfolgung gemacht. Das heißt, wir haben fast 12 Stunden Vorsprung. Die Roten brauchen nur die Nacht durchzureiten. Ihr versteht aber tatsächlich nichts vom Wilden Westen, Mr. Duncan. Sonst würdet ihr wissen, dass man nachts keine Spuren sehen kann. Die Roten müssen genauso lagern wie wir. Lasst euch von mir sagen, Mr. Duncan, spätestens morgen Abend sind wir am Gloomy Water. Und dann bringen wir unser Geschäft zum Abschluss. Gloomy Water, ist das der Ort, wo ihr das Petroleum entdeckt habt? Woher stammt der Name, wenn, wie ihr sagt, noch kein Mensch dorthin gekommen ist? Mr. Grinley, unser Ölprinz, hat dem Ort den Namen gegeben. Ja, ich habe ihn Gloomy Water getauft, weil die Örtlichkeit dort so düster und das Wasser fast schwarz ist. Winnetou hat alles gehört. Meine Ohren haben die Lügen vernommen. Mein Bruder ist mit mir an dem Ort gewesen, von dem die Männer sprachen. Er mag mir sagen, ob es dort Erdöl gibt. Nicht einen Tropfen. Und hat dieser Grinley das Gloomy-Wort entdeckt und ihm den Namen gegeben? Der See trug bereits den Namen, als Old Shatterhand und Winnetou vor Jahren an seinem Ufer waren. Was schließt Winnetou daraus? 2 der 5 Männer sollen betrogen werden. Ja, sie sollen eine Petroleumquelle vorfinden, diese bezahlen und dann verschwinden. Wahrscheinlich wird man sie töten. Wir müssen sie retten. Ja, natürlich. Doch eilt das nicht so sehr wie die Befreiung der Gefangenen. Die beiden Opfer des Ölprinzen mögen erst erkennen, dass sie getäuscht wurden. Wann werden wir zum Pueblo aufbrechen? Wir reiten gleich morgen früh. Winnetou möge dorthin sehen. Uff! Nioras! Ja, auf Antilopenjagd. 1, 2, 3, 4 Reiter. Sie kommen genau auf uns zu. Kamaku ist dabei. Uff, sie haben uns gesehen und wollen fliehen. Schnell, hinterher. Kamaku mit seinen Kriegern hin. Uff, Old Shatterhand und Winnetou. Steig ab mit deinen Leuten und folge uns in den Schatten des Felsens. Kamaku ist klug. Ich hoffe, er wird unsere Fragen ebenso bereitwillig beantworten. Was will Old Shatterhand Kamaku fragen? Es wurde mir gesagt, dass du fremde Krieger beherbergst. Meine Brüder werden keine fremden Krieger bei uns finden. Kamaku hat auch niemals von Grinley, dem Ölprinzen, gehört? Nein, niemals. Wie ihr wollt. Ich bin es satt, mir Lügen erzählen zu lassen. Wir werden euch binden. Winnetou wird mit Kamaku den Anfang machen. Mich fesseln, das hat... Au! Da seht ihr, was es nützt, uns zu widerstehen. Das wird Old Shatterhand mir büßen. Kamaku trägt selbst die Schuld, dass er in dieser Weise behandelt wird. Wir mussten euch binden, damit ihr uns nicht hindern könnt. Woran sollte Kamaku euch hindern? Winnetou und Old Shatterhand reiten jetzt nach dem Pueblo, um nachzuforschen, ob es dort wirklich keine Gefangenen gibt.
uns liegt das Pueblo. Was sieht mein Bruder Charlie? Die Gefangenen haben die Hände gerührt. Old Shatterhand meint das Loch in der Mauer? Ja. Die Gefangenen haben die Außenwand durchbrochen. Aber sie können nicht raus, weil das Loch bewacht wird. Das Gefängnis liegt hoch. Über der zweiten Plattform. Ja. Es brennt zwei Wachtfeuer. Eins ist auf der Plattform, unter der die Gefangenen stecken. Eins auf der darunterliegenden. Winnetou hat 6 Wächter gezählt. 3 oben und 3 unten. Wir wollen versuchen, die untere Plattform zu erreichen. Old Shatterhand möge sich an die Mauer stellen, damit ich auf seine Schultern steigen kann. Ja. Komm hin. Ja. Langt es? Es geht noch nicht. Wie fehlt noch? 3 Hände breit. Schad nichts. Wenn deine Finger die Kante gepackt haben, wirst du dich festhalten können. Dann helfe ich mit meinem Bärentöter nach. Gut. Versuchen wir es. Ja, ich zähle bis 3. Dann werfe ich dich in die Höhe. Achtung, pass auf. 1, 2, 3. Ach. Gut gemacht, Winnetou. Winnetou ist auf der Plattform. Er lässt die Leiter zu Old Shatterhand herab. Ja. Ja. So. So, das wäre geschafft. Ist jemand unter uns? Ich habe nichts gehört. Dann weiter zur nächsten Plattform. Sieht mein Bruder die 3 Wächter? Wir müssen ihre Aufmerksamkeit auf die andere Seite lenken. Ja, womit? Mit kleinen Steinchen. Pass auf, so. Sobald sich die Wächter abfinden, stürzen wir uns auf sie. Noch ein Steinchen. Gut. Jetzt los. Das ist geglückt. Alle 3 Wächter sind betäubt. Jetzt die Leiter an das Loch. Ich will mit den Gefangenen reden. Langsam. 1, 2. Sam Hawkins, seid ihr da? Willst du meinen? Wer seid ihr? Old Shatterhand. Ist das wahr? Yes, wir wollen euch herausholen. Thank you. Haben mit Schmerzen auf euch gewartet. Passt genau auf, was ich euch sage. Erst schiebt ihr die Kinder raus, dann die Frauen. Verhaltet euch möglichst still. Über uns sind 3 Wächter. So, legt die Leitern an und steckt ihn ab zu den anderen. Ist es nicht genauso, wie ich prophezeit habe? Die betenberühmten Leute, die brauchen nur zu erscheinen und schon sind wir frei. Beeilt euch, wir müssen weiter. Wohin? Abrechnen mit Kamaku. Kamaku sieht, dass sich alle seine Gefangenen in Freiheit befinden. Ich sehe, dass sie frei sind. Dafür sind deine Krieger jetzt unsere Gefangenen. Sie sollen frei sein. Und keinem soll ein Leid geschehen, wenn du den Gefangenen alles Eigentum zurückgibst. Das tut Kamaku nicht. Schaff die Kerls fort. Schneidet ihnen die Skalplocken ab und gebt nachher jedem eine Kugel. Halt! Ihr sollt alles haben. Eure Squaws mögen uns die Sachen bringen. Außerdem werden wir uns deine besten Pferde aussuchen. Das ist Raub! Du bist in unserer Gewalt! Und niemand wird uns hindern, nach unseren Wünschen zu verfahren. Eine gute Idee, uns mit frischen Pferden zu versorgen, Mr. Shatterhand. Wenn ich mich nicht irre. Wir müssen so schnell wie möglich weiter. Wohin? Dem Ölprinzen nach. Bald geschafft, Mr. Duncan. Also sind wir bald da, am Petroleumsee. Noch einen Tagesritt, schätze ich. Hätte die Strapazen auch kaum länger ertragen, Mr. Grinley. Und meinem Buchhalter geht es nicht besser. Achtung, da kommt der Leiter. Hallo, Meschers! Da
Tag, Sir. Darf mal wissen, wer ihr seid? Hier scheint keiner Westmänner zu sein. Hätte sonst an meinem Felleisen erkannt, dass ich ein Kurier bin. Kuriere pflegen, über die Straße Albuquerque-San Francisco zu reiten. Warum seid ihr von dieser Route abgewichen? Wegen der Nioras und Navajos, Sir, die sich dort in den Haaren liegen. Meine die Gegend am Shelley-Fluss. Ach, genau dorthin wollen wir. Kehrt um, Mischers. Es ist der Rat eines erfahrenen Mannes. Wir brauchen euren Rat nicht. Nichts für ungut, Sir. Wollt euch nicht ahnungslos in euer Verderben rennen lassen. Wir werden unser Geschäft verschieben müssen. Ah, es handelt sich um ein Geschäft. Genug der Worte, Sir. Goodbye. Goodbye, Sir. Mr. Grinley. Hört, Mr. Duncan. Wir brauchen die Roten nicht zu fürchten. Hoffentlich täuscht ihr euch nicht. Es wird gleich dunkel. Dann schlagen wir das Lager auf. Brennen wir ein Feuer an? Nein. Auf das Feuer wollen wir diesmal verzichten. Petroleumsees genau beschrieben. Getraut ihr euch, ihn zu finden? Unbedingt. Wenn alles gut geht, werdet ihr am Nachmittag dort sein. Die 40 Ölfässer, Werkzeuge und alles andere befinden sich in der Höhle. Ja, ja, schon gut. Ihr müsst sofort mit der Arbeit beginnen. Rollt die Fässer einzeln bis hart ans Wasser und schafft sie dann wieder in die Höhle, wenn ihr das Petroleum in den See gegossen habt. Werden alles bestens besorgen. Und vergesst nicht, alle Spuren zu beseitigen. Okay, Bruder, kannst dich auf uns verlassen. Ihr habt Butler und Poller vorausgeschickt, Mr. Grinley. Warum? Sie sollen das Gelände erkunden und feststellen, ob es dort Indianer gibt. Ich glaube, wir müssen jetzt absteigen und die Pferde am Zügel führen. Wir gelangen jetzt in ein Tal. Zum Petroleumsee. Außerdem würden wir Butler und Poller verfehlen. Hallo? Was ist das? Noch mehr Rote. Das sind keine Nioras, sondern Navajos. Die scheinen ihren Feinden gefolgt zu sein. Seht ihr ihre Kriegsbemalung? Sie befinden sich auf dem Kriegspfad. Ich schätze, das wird ihnen schlecht bekommen. Was habt ihr vor? Das werdet ihr gleich sehen. Kingry! Ihr habt die Navajos erschossen. Zu meinem und eurem Nutzen. So, jetzt können wir zu den Nioras reiten. Oh, Mukashi. Oh, wer hat da geschossen? Ich. Auf wen hat das Bleichgesicht geschossen? Auf zwei Navajos hinter eurem Felsen. Geht hin, sie sind tot. Ihr wisst, dass wir die Pfeife des Friedens zerbrochen haben? Ja. Dennoch fragt ihr euch hierher? Nicht die Bleichgesichter, sondern die Navajos sind die Feinde der Nioras. Außerdem habt ihr meinen Kugeln euer Leben zu verdanken. Was haben dir die Navajos getan? Nichts. Warum hast du sie dann getötet? Um dich zu retten. Kennt Mukashi mich nicht mehr? Ich bin sein Freund. Das Bleichgesicht ist nicht mein Freund. Es möge sagen, was es hier sucht. Ein Stück Land. Wo? Am Shelley-Fluss. Gehört es dir? Ja. Wer hat es dir geschenkt? Niemand. Es gehört mir aufgrund des Tomahawk Improvement. Hier steht Mukashi, der Häuptling der Nioras, der rechtmäßige Besitzer des Landes. Meine Hand sollte dich niederschlagen. Aber ich bin so stolz, dich zu berühren. Macht euch fort von hier. Reitet zu eurem Landfetzen. Er wird euch eine blutige Ernte bringen. Los, reitet, reitet! Ich fürchte, es ist nicht das letzte Mal, dass wir mit den Roten zu tun haben. Keine Angst, Mr. Duncan. Die Nioras tun uns nicht. Ja, die Nioras nicht. Aber die Navajos. Ihr habt zwei erschossen, der dritte ist entkommen. Er wird Hilfe holen. Die Roten sind allesamt feige. Wir werden es noch merken, Mr. Duncan. Wartet es nur ab.
Mr. Grinley. Seht, wer dort kommt. Butler und Pollard. Nun, wie war's, Gentlemen? Ist der Weg frei? Sind nicht auf die Spur eines einzigen Indianers gestoßen. Und, habt ihr das Gloomy Water gefunden? Yes, mit Leichtigkeit. Was ist mit dem Öl? So rede doch. Ach, habt doch die Güte, uns einmal anzuriechen. Na? Mhm. Wie findet ihr unseren Duft, Mr. Duncan? Ist das etwa Rosenöl? Na, Rosenöl nicht, aber mir genauso lieb. Was, Mr. Baumgarten? Ihr wolltet ja nicht so recht an die Sache glauben, aber jetzt... Jetzt ist mein Misstrauen ins Gegenteil verkehrt. Gebe es ehrlich zu, Sir. Na also, dann ist ja alles gut. Dann wollen wir so schnell wie möglich weiterreisen. Ja, ist es noch weit, Mr. Grinley? Nein, nicht mehr weit, Mr. Duncan. Die nächste Schlucht führt uns ans Ziel. Das ist der Abfluss des Gloomy Water. Was meint ihr wohl, was darauf schwimmt? Petroleum. Erraten. Ihr habt ja die Dollars zu Millionen schwimmen. Wer hätte das gedacht? Ich finde alles, was ihr gesagt habt, noch übertroffen, Mr. Grinley. Das freut mich zu hören. Trotzdem solltet ihr das Öl genau untersuchen. Ja? Bin gerade dabei. Und? Es ist Petroleum. Ja. Da gibt's gar keinen Zweifel. So steht dir im Abschluss unseres Geschäftes nichts mehr im Wege. Nein, ich werde auf der Stelle unterschreiben. Wie ihr seht, habe ich das Schriftstück schon vorbereitet. Mhm. Hier ist es. Da. Ja. So, jetzt seid ihr Herr und Besitzer dieses großartigen Petroleumgebiets, Mr. Duncan. Ich wünsche euch viel Glück. Danke, Mr. Grinley. Vielen Dank. Was soll das, Gentleman? Warum habt ihr Mr. Duncan niedergeschlagen? Warte, mein Freund, du bekommst auch noch deinen Teil. Oh. Ja, jetzt. Schnell in die Höhle mit ihnen und davor, wenn ihr loskommt. Hat mein Bruder nicht 5 Bleichgesichter gezählt? Ich sehe nur 3. Es fehlen 2. Welcher von ihnen hat die Krieger der Navajos getötet? Der Mann, der die 2 Gewehre in der Hand hält. Er wird eines bösen Todes sterben. Los, Brüder, auf sie! Die Bleichgesichter sind in unserer Gewalt! Was wollt ihr? Was haben wir den Kriegern der Navajos getan? Du bist der Schurke, der Castitine, unseren jungen Bruder, ermordet hat. Sag mir augenblicklich, wo die 2 Bleichgesichter hingekommen sind, die vorhin noch bei euch waren. Zuerst dich. Der Mann, den du erstechen willst, ist nicht der Mörder von Castitine. Wer hat Castitine dann getötet? Die beiden Männer, nach denen ihr fragt. Wir haben sie zur Strafe im See ersäuft. Das hörtet auch euch nicht vor der Strafe. Ihr wart dabei und habt den Tod unseres Bruders nicht verhindert. Das konnten wir nicht. Es ging alles zu schnell. Euer Schicksal ist bestimmt. Der Tod erwartet euch. Ich habe gesprochen. Hau. Das ist Bokashi mit seinen Nioras. Nun sind wir gerettet. Oder auch nicht. Bokashi hat uns schon einmal fortreiten lassen. Warum sollt ihr uns jetzt festhalten? Da! Da! Die Nioras haben die Navajos überwältigt. Der große Geist hat die Navajos ohne Gehirn erschaffen. Sonst würden sie nicht durch den Wald gehen, ohne nach den Spuren der Feinde zu sehen. Was werdet ihr mit den Bleichgesichtern machen? Bokashi, der edle und berühmte Häuptling, wird uns freilassen. Und wie kannst du reden, bevor ich den Mund geöffnet habe? Ich weiß, dass du tun wirst, was ich gesagt habe. Du hast dich gerühmt, dass du die beiden Späher der Navajos erschossen hast. Eben habe ich gehört, dass du auch 2 deiner Begleiter getötet hast. Das sind 4 Tote. Sie sollen gerecht werden. Das ist der Petroleumsee, wenn ich mich nicht irre. Sam Hawkins irrt sich nicht. Ein großartiges Panorama, Nini, also alles, was recht ist. Das ist was für meine Heldenoper. Also einen solchen Petroleumsee, den wert springen. Etwa auf die Biene? Nicht wahr, da gucken Sie was. Schweigt jetzt, Herr Kantor. Kantor Emeritus, bitte, Mr. Shatterhand. Was sucht mein Bruder Old Shatterhand? Die Höhle, in der die Petroleumfässer versteckt sind. Die Kerle haben die Spuren gut verwischt, wenn ich mich nicht irre. Ja, die Höhle muss groß sein und einen weiten Eingang haben. Uff! Was hat Winnetou entdeckt? Sieht mein Bruder Charlie diesen toten Käfer? Ja, Winnetou hat recht. Das ist die Lösung. Ja, wieso? Das ist ein Käfer, weiter nicht. Ja, könnt ihr mir sagen, woran er gestorben ist, lieber Frank? Ja,
Der ist von den Steinen zerquetscht worden. Ne, Frau Bipsch, noch einmal, jetzt begreife ich das erst. Die Steine, die sind durcheinander geworfen worden. Und dabei hat der Käfer sein irdisches Dasein verloren. Richtig, mein lieber Frank. Aber wenn mich nicht alles täuscht, befindet sich unter den Steinen der Eingang zur Höhle. Psst. Ich höre Stimmen. Du meine Güte, da sind ja Menschen drin. Ja, schnell, schaff die Steine weg. Ist da jemand drin? Yes. Wer seid ihr? Ich heiße Duncan. Und ich Baumgarten. Duncan und Baumgarten? Der Bankier und sein deutscher Buchhalter? Helft uns. Man hat uns gefesselt. Ja, ich komme. Ich befreie euch. Ja. Danke, Sir. Ihr habt uns das Leben gerettet. Darf ich euren Namen erfahren? Ich bin Old Shatterhand. Oh, Shatterhand. Habe schon von euch und Winnetou gehört. Ihr werdet den Häuptling der Apachen vor der Höhle finden. Kann gar nicht sagen, wie froh ich bin, euch getroffen zu haben. Nochmals vielen Dank. Ja, hebt euren Dank für später auf. Jetzt möchte ich, dass ihr ein paar Fragen beantwortet, falls ihr nicht zu müde seid. Nein, nein, nein. Fragt noch, Sir. Ihr habt dem Ölprinzen also den See abgekauft? Ja, Sir, wir waren so dumm. Gegen Geld? Nein, gegen eine Zahlungsanweisung an die Bank von Frisco. Und ihr seid sicher, dass das Geld in Frisco ausgezahlt wird? Ja, sobald die Zahlungsanweisung vorgelegt wird, Sir. Ich denke, das wird noch eine Weile dauern. Wieso, Mr. Shatterhand? Woraus schließt ihr das? Wir wissen, dass Grinley, den ihr den Ölprinzen nennt, und seine Begleiter von den Navajos überwältigt wurden. Später wurden sie samt den Navajos von den Nioras ergriffen. Wahrscheinlich haben die Roten die Weißen ausgeraubt. Ja, das ist möglich. Dann muss ich so schnell wie möglich nach Frisco. Nicht so eilig, Mr. Duncan. Denke, das hat noch Zeit. Noch Zeit? Werdet euer Schriftstück zurückbekommen. Wenn ihr das sagt, Mr. Shatterhand. Trotzdem wüsste ich gern, wie ihr das anstellen wollt. Wir werden den Nioras folgen, die Navajos befreien und dem Ölprinzen das Schriftstück wieder abnehmen. Na, was hat mein Bruder Winnetou ausgekundschaftet? Winnetou hat 5 Feuer gesehen, an den über 300 Nioras lagern. Wer ist der Anführer? Old Shatterhand kennt ihn. Es ist Mokashi. Aha. Wenn wir im Frieden kämen, würde er uns nicht feindlich empfangen. Mein Auge hat auch die Gefangenen erblickt. Alle? Ja. 8 Navajos und die 3 Bleichgesichter Grinley, Butler und Paula. Sie liegen an einem Feuer und sind von einem doppelten Kreis von Kriegern umgeben. Es ist schwer, sie herauszuholen. Wir müssen bis morgen warten. Wird morgen auch nicht leichter sein, wenn ich mich nicht irre. Ihr glaubt doch auch, dass die Nioras gegen die Navajos ziehen, Sam. Natürlich. Also werden die Nioras die 11 Gefangenen nicht mit sich schleppen, sondern irgendwo unter Bewachung zurücklassen. Auf diesen Augenblick müssen wir warten. Und was geschieht jetzt, verehrter Sir? Jetzt schlagen wir erst einmal das Lager auf. Sam, du Sam. Sam, nimm es nicht übel, dass ich aus dem Schlaf reise. Aber ich sehe den Kantor nicht. Wo kann denn der sein? Du, soll ich die anderen wecken? Wecken? Nein, der Schlaf tut ihnen gut. Wollen die Sache allein abmachen, wenn ich mich nicht irre? Der unvorsichtige Kerl, der ist sicher eine Strecke weit fortgelaufen, um im Stillen an seiner Ober zu dichten. Komm, wir suchen ihn, Hobble. Ja, komm. Na, hoffentlich findet man, bevor eine Dummheit macht. Er ist im Stande und rennt singend zu den Roten rüber. Der ist sicherlich da links in die Ebene hinausgetanzt, um den Mondschein anzusingen. Wetten? Herr Schee, unser Lara ist überfallen worden. Nicht wie hin. Bist du toll? Wir müssen sie doch retten. Wie ich den alten Sam Hawkins kenne, wird er nicht eher ruhen, bis alle wieder losgekommen sind. In ihr Lager. Vorwärts, Sam. Es juckt mich in allen Fingern, den roten Halunken ins auszumischen.
nah genug, wenn ich mich nicht irre. Ein Glück, dass die Feuer brennen. Du gucke, da sitzt der Pflaum, der Flammfeuer. Wer? Der 12-Aktie Emeriticus. Der ist es also gewesen, der uns verraten hat. Den haben sie noch nicht einmal gefesselt. Die Roten halten unseren Kantor für verrückt, wenn ich mich nicht irre. Du meinst, wegen dem Singsang? Yes. Du gucke mal, wer da liegt. Der Ölprinz, wenn ich mich nicht irre. Ja, dann werden die beiden anderen Gefangenen Butler und Buller sein. Die anderen Gefangenen sind dort hinten. Wahrhaftig, da sind sie alle. Die Schmitz, Strauß, Uhlmanns und die Frau Ebersprach. Der Indianer dort ist Häuptling Mokashi. Du bringst sie auch Winnetou und Old Shatterhand. Du guck, Sam. Der Kantor will die beiden begrüßen, aber Old Shatterhand dreht sich um. Still! Der Apachen ist gekommen, um uns zu töten. Er wird dafür am Marterpfahl sterben. Ha. Auch Old Shatterhand und alle Bleichgesichter werden sterben. Wer hat gesagt, dass wir euch töten wollen? Dieser Mann. Er meint den Kantor, wenn ich mich nicht irre. Na ja, klar. Wen sonst? Dieser Mann spricht eine Sprache, die du gar nicht verstehst. Wie konntest du da mit ihm sprechen? Durch dieses Bleichgesicht, das den Dolmetscher gemacht hat. Dieser Mann gehört zu den drei Bleichgesichtern, die du vor uns gefangen hast. Alle drei sind Lügner und Mörder. Nur um sie zu ergreifen, sind wir in diese Gegend gekommen. Gib sie heraus und wir ziehen weiter. Hat Old Shatterhand vergessen, dass er mein Gefangener ist? Ihr könnt uns nicht festhalten. Wenn es uns beliebt, senden wir euch in diesem Augenblick in die ewigen Jagdgründe. Wie will Old Shatterhand das tun? Er ist gefesselt. Seine berühmten Gewehre hängen hier an meiner Schulter. Ich werde es dir beweisen. Das war Old Shatterhands Schmetterhand. Und das mit gefesselten Händen. Nur guck dir das mal an, Sam. Winnetou hat mit seinen gefesselten Händen Mokashi das Messer aus dem Gürtel gerissen. Jetzt zerschneidet er Old Shatterhands Fesseln. Und jetzt... Ein einziger Niora, es wagt nur einen Fuß gegen uns zu bewegen. So wird mein Messer augenblicklich in das Herz des Häuptlings fahren. Zurück, Nioras! Hier stehen auch noch Bleichgesichter. Weicht ihr nicht sofort, so fressen euch unsere Kugeln. Um euch zu warnen, holen wir die Feder des Unterhäuptlings. Dann aber treffen wir die Köpfe. Achtung! Feuer! Wir haben gewonnen. Das war's im Morgens. Wenn die Turmöge auf den Häuptling zielen, während ich mit dem Messer die anderen von den Fesseln befreie. Mr. Shatterhand, guckt mal! Der Ölprinz und seine Freunde reisen aus! Los, auf die Pferde und ihnen nach! Halt! Hier geblieben! Ja, nun sind sie fort. Futsch und verloren für alle Ewigkeit. Wie konnte das geschehen? Sie waren noch gefesselt, wenn ich mich nicht irre. Ganz einfach, lieber Sam. Jemand muss sie befreit haben. Das war ich, Mr. Shatterhand. Das ihr, Herr Kantor? Kantor Emeritus, bitte. Also, Herr Emeritus, ihr seid der Unglücksrabe. Wie könnt ihr denn die Männer befreien, die unsere Feinde sind? Ich dachte doch, die gehören zu uns. Waren doch auch Weiße. Da habe ich ihm mein Taschenmesser gegeben, das immer bei mir trage. Das ist eine schöne Oper, die ihr uns da vorgespielt habt. Ich wollte, ich wäre den Sträuchen gefolgt. Das hätte wenig genützt. Außerdem war es zu gefährlich. Zu gefährlich? Wieso? Meinen Sie etwa, dass ich mich vor den drei Halunken fürchte? Da kennen Sie Hoppelfrank schlecht. Ich denke an die Roten. Wir können von hier erst fort, wenn wir mit den Nioras verhandelt haben. Der Häuptling der Nioras ist ein tapferer Krieger. Ich möchte gern als sein Freund und Bruder zu ihm sprechen. Und bitte ihn, mir zu sagen, wer ich bin. Du bist Winnetou, der Häuptling der Apachen. Die Apachen sind genau wie die Nioras und Navajos ein Teil des großen roten Volkes. Winnetou möchte euch mahnen, den Tomahawk des Krieges wieder zu vergraben und Frieden walten zu lassen. Winnetou möge seine Zunge schonen. Wir hören auf keinen Mund, der vom Frieden redet. Soll man in den Zelten eurer Feinde erzählen, Old Shatterhand und Winnetou, nur diese beiden Männer haben Mokashi gefangen genommen, obgleich er 300 Krieger bei sich hatte? Mokashi weiß es. Wir werden mit Mokashi die Pfeife des Friedens rauchen und dann fortreiten. Wohin? Wir müssen den drei geflohenen Gefangenen folgen. Wo sie hingeritten sind, da reiten wir auch hin. Auch zu den Navajos? Auch zu den Navajos. Ihr werdet den Navajos gegen uns beistehen. Wir werden auch die Navajos zum Frieden mahnen. Ja. Ja, Mokashi glaubt euch. So entscheide dich. Denn wir müssen bald aufbrechen, damit die drei Bleichgesichter keinen zu großen Vorsprung bekommen.
Old Shatterhand ist zu den Navajos gekommen. Was führt ihn zu uns? Nizas Inni möge mir sagen, ob der Ölprinz mit Butler und Poller bei euch war. Sie waren hier. Und ihr habt ihnen Waffen und Munition gegeben? So ist es. Sie sagten, sie seien mit uns geritten und von den Nioras ergriffen worden, aber so glücklich gewesen zu entkommen. Woher weiß mein Bruder das alles? Diese Mörder brauchten Waffen. Sie mussten also zu euch. Sonst war niemand da, von dem sie Waffen erhalten konnten. Warum sind sie nicht zu den Nioras gegangen? Sie waren ja in den Händen der Nioras und sind geflohen. Soweit haben sie die Wahrheit gesagt. Wenn sie die Feinde der Nioras sind, dann sind sie unsere Freunde. Nizas Inni irrt. Die drei Bleichgesichter sind nicht die Freunde der Navajos. Sie haben zwei eurer Späher getötet. Das war der Ölprinz. Uns hat er gesagt, die Nioras hätten unsere Späher getötet. Das war eine Lüge. Nizas Inni möge auf Winnetous Worte hören. Noch ist zwischen den Navajos und den Nioras kein Blut geflossen. Meine roten Brüder dürfen sich nicht gegenseitig bekriegen. Sie müssen das Kriegsbeil wieder begraben. Die Nioras haben 8 unserer Krieger gefangen. Sie haben sie auf Winnetous Wunsch wieder freigelassen. Sie folgen uns zusammen mit Shizo. Mein Sohn kehrt zu seinem Vater und zu seinen Brüdern zurück? Shizo wird in weniger als einer Stunde bei dir sein, obgleich er ebenfalls in der Gewalt der Nioras war. So soll das Kriegsbeil zwischen Nioras und Navajos begraben sein. Dafür wird Nizas Inni die 3 Mordgesellen töten. Du willst ihm nach, um den Tod deiner Späher zu rächen? Nizas Inni will den Tod seiner Späher rächen. Aber er braucht den Ölprinz nicht zu verfolgen, denn er kommt uns nach. Euch nach? Er sollte froh sein, euch und uns entkommen zu sein. Ich glaube, das kann ich euch erklären. Wer seid ihr? Ich bin ein Deutscher wie ihr und lebe seit vielen Jahren bei den Navajos. Wolf ist mein Name. Ich erwarte meinen Neffen und eine Schar Auswanderer, die sich hier ansiedeln wollen. So werdet ihr euren Neffen noch heute begrüßen können. Das ist doch nicht möglich. Doch, der Trick wird bald hier eintreffen. Shizo führt die Auswanderer, zusammen mit Sam Hawkins, Hobble Frank und Tante Droll. Befindet sich zufällig auch ein Bankier namens Duncan in eurer Begleitung, Mr. Shatterhand? Allerdings, wie kommt ihr darauf? Mr. Duncan hat eine Ölquelle gekauft, nicht wahr? Leider ja. Aber es gibt dort gar kein Öl. Der Ölprinz hat Mr. Duncan betrogen. Ich dachte mir, dass alles Schwindel ist. Der Ölprinz hat etwas zu dick aufgetragen. Als ich ihm nicht glauben wollte, zeigte er mir den Kaufvertrag und die Zahlungsanweisung. Was, ihr habt das Schriftstück gesehen? Nicht nur das, ich habe es ihm abgenommen. Hier ist es. Wahrhaftig. Tja, das ist ja die Anweisung von Mr. Duncan, die wir in den Händen des Ölprinzen glaubten. Jetzt begreife ich, warum er euch folgt. Er will das Schriftstück zurückhaben. Nizas Inni wird jetzt mit seinen Kriegern aufbrechen, um die 3 Bleichgesichter zu fangen. Meine Freunde und ich werden euch begleiten. Old Shatterhand und Winnetou mögen mir folgen. Hat ihn ermordet, um ihn loszuwerden. Das Leben ist noch nicht lange von ihm gewichen. Also müssen seine Mörder noch in der Nähe sein. Dort sind sie, wenn ich mich nicht irre. Sie fliehen. Nizas Inni wird sie einholen und töten. Ei, Frau Bibsch. In den ihrer Haut möchte ich jetzt nicht stecken. Nizas Inni hat seine beiden Speer gerecht. Hört die Skalpe ihrer Mörder. Die weißen Hunde mögen hier liegen bleiben, um von den Aasgeiern zerrissen zu werden. Wir werden später heimlich hierher gehen und sie begraben, wenn ich mich nicht irre. Ich wehre mich anschließen, wenn's doch recht ist, Sam. Es
Es waren zwar Verbrecher, aber auch Menschen. Die haben ihre Strafe weg, wenn du das meinst, Vetter. Tja, so geht's allen, die sich mit Old Shatterhand und Winnetou anlegen. Also Kinder, wenn ich meinen Stand der Dinge so recht betrachte, Glitter finde ich den gar nicht übel. Der Ölprinz und seine Kumpane haben ihre Strafe weg. Der Bankier hat sein Geld gerettet. Und der Auswanderer kriechen von Navajos Land geschenkt. Na, wie findest du das, Vetter? Also, wenn du mich fragst... Ist das ein gutes Ende? Wenn ich mich nicht irre.